Willkommen zurück zu City Skylines in Spring City. Und wir waren in der letzten Folge damit beschäftigt, Moment, lass mal ganz kurz drehen, das hier zu bauen, unser kleines Einkaufszentrum, was wir jetzt allerdings noch nicht in Betrieb nehmen können, so komplett, weil wir dazu zu wenig Geld haben. Und off-camera habe ich schon mal die Straße hier nochmal ganz kurz gebaut, weil ich das Geld dazu hatte. Ich habe hier das Ganze erweitert und mal hier unsere kleine Anfangssiedlung ein bisschen vergrößert, damit die ganze Stadt mehr zu einer Einheit wird. Hier habe ich weiter nichts dran verändert. Und ich habe mich dazu entschlossen, auf dieser kleinen Insel zu bauen, wozu ich hier schon mal Straßen platziert habe. Und ich sehe gerade, ich muss gleich nochmal die Bäume entfernen. Und zwar werden wir hier, ich habe ein bisschen überlegt. Oh Gott, wir haben Stromproblem. Kann ich von hier irgendwo gut Strom transportieren? Naja, bauen wir einfach nochmal zwei Windräder. Wird hoffentlich fürs Erste reichen. Und zwar, habe ich die ganze Zeit überlegt, was kann ich denn hier machen? Auf dieser Insel? Und ich habe mich dazu entschlossen, ein kleines, nochmal ein komm, jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein, Londonisch, keine Ahnung, ist das ein Wort? Ein londonisch angehauchtes Gebiet zu machen, und zwar des viktorianischen Londons, was ich auch schon hier habe. Und allerdings wäre das Ganze ein bisschen langweilig, von daher wollte ich, habe hier schon mal ein bisschen angefangen, von daher wollte ich hier so einen kleinen Berg noch hinsetzen, wo so eine alte Burg draufsteht, so eine Burgruine, die ja vom Spiel freundlicherweise implementiert wurde. Allerdings müssen wir erstmal den Berg hier erst schaffen, weil die Insel vorher komplett flach war, und das Ganze wird eine mehr kurze Folge, weil ich nicht allzu viel Zeit habe. In 25 Minuten muss ich, oder wollte ich zumindest Redcon noch veröffentlichen. Und dafür habe ich jetzt halt nicht ganz so viel Zeit. Man sieht ja rechts unten, wie spät es ist. Ungefähr. So, würde ich das machen. Sieht ja vielleicht ein bisschen merkwürdig aus. Kann ich das Ganze hier. Jawohl, ich kann das Ganze hier noch ein bisschen ausweiten. Das hier Ganze alles hier noch etwas flacher ist in dem Gebiet hier. Wenn ich das da hinten mal etwas steiler lassen werde. So. Das Ganze hier mehr zu einer Ebene geworden. Das ist wunderschön. Die Sonne geht gerade auf. Das heißt, wir können das Ganze vielleicht sogar nochmal angucken. Wenn die Sonne denn rumkommt. Gerade ein bisschen neblig. Ja, dass man hier so einen Berg sieht, war klar, aber dass man hier das Ganze so ein bisschen abgeflacht hat, das ist ziemlich, ziemlich gut. Die Frage, wie bauen wir jetzt die Straßen? Natürlich werden die Straßen hier komplett hoch. Wenn die Straßen müssen hoch verlaufen, es geht nicht anders. Ich glaube, ich werde allerdings erstmal hier eine Straße setzen. Und dann werde ich vermutlich eine Straße wollte ich hier sowieso einmal hier um den Berg gehen lassen. Ich glaube, das mache ich auch gleich mit der großen mal. Weil die Zeit haben wir dann doch. Ich glaube so. Dann passt das, wenn wir das ungefähr so setzen. Müssen wir noch etwas gerade ausrichten. Das müsste dann, wenn wir das Ganze ungefähr so bauen, müsste das auch halbwegs hinkommen. Ich kann nicht auf Wasser bauen. Will ich auch eigentlich gar nicht. Cannot build on water. Verlängern wir das Ganze hier doch einfach nochmal die Gerade. So, jetzt geht's. Und dann werde ich das
Ganze. Wie machen wir das Ganze am besten denn jetzt? Weil hier hinten wird es auf jeden Fall noch weitergehen, dann würde ich einfach mal sagen, ziehen wir auf jeden Fall schon mal eine Straße weg. Nee, nicht kurvig, gerade. Können wir gucken, können wir die hier. Noch können wir die ja nicht dran bauen. Ziehen wir hier nochmal 10 weiter. Dann müsste das funktionieren. Jawohl. Ist jetzt nicht gerade im ganzen 190-Grad-Winkel, aber das passt schon. Dann können wir hier zumindest schon mal die Straße rüberführen. Ich mag mal 135 Grad Winkel, von daher werden wir es hier auch einfach erstmal beibehalten. So, wo haben wir dich denn? So. Als Anhaltspunkt für später. Und hier werde ich jetzt, glaube ich, dann doch einfach mal. So eine Straße bauen, das passt mir sogar. Dann können wir das ganze Terrain hier nochmal anpassen, dass wir hier auch eine Küstenlinie haben. Glaub, die werde ich auch hier hinsetzen, die Küstenlinie. Und hier baue ich das jetzt Ganze einfach mal. Das ist jetzt bei dem allerdings immer wieder dasselbe. Das heißt, ich muss hier auf dieses Tool zurückgreifen. So, knapp an die 180 Grad kommen. So, jetzt haben wir es zumindest schon mal umrundet und das hier wird jetzt unsere Insel werden. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das hier? Ich würde ja eigentlich am liebsten wirklich hier noch eine Straße haben, die das Ganze hier so ein bisschen hochkraxelt, den ganzen Weg. Ist das ungefähr 135 Grad? Warum war ich? Warum war ich? Komm schon, da. Gut, jetzt mache ich natürlich eine neue Ebene rein, aber das ist etwas, was wir jetzt im Kauf nehmen werden. Dafür. Wobei ich. Ich nehme die Straße nochmal weg. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier oben das Ganze zustande bringen, wobei ich glaube, ich den Berg hier hinten nochmal ein bisschen erhöhen werde. Also Terror vom Tool. So. Nehmen wir die Höhe. Und hier oben wird dann jetzt wirklich unsere Burgruine stehen. Schön an der Steilwand. Wobei, das ist jetzt etwas zu steil. Passiert dem Besten. Dass hier nochmal ein bisschen, das Ganze ein bisschen abgeflacht wird. So. Und was hier oben auf jeden Fall hinführt, ist ein, wollen wir dich, hier eine zonenbare Straße, also beziehungsweise einen zonenbaren Fußgängerweg. So. 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 Die werden das schon schaffen. Die werden das schon schaffen. Das Ganze müssen wir jetzt hier nochmal. Okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel. 10 machen wir mal nicht, machen wir hier mal 8. Dann wird das Ganze vermutlich ja passen, jawohl. Passt so. Das ist der Weg, den sie am Ende zu Fuß da hochgehen müssen. Zu der Burg. Und ich glaube, ich werde tatsächlich dieses Gebiet hier auch wirklich als Fußgängergebiet lassen. Als dieses sonnbare Fußgängergebiet. Setzen wir das nochmal hier hin. Dann wird hier oben unser kleines viktorianisches London erblühen. Während ich jetzt hier weiter einfach mal mit der Straße baue. Passt das? Oh, müsste passen. Gehen wir hier hoch. Muss ich nur gucken, dass ich jetzt halbwegs hier den Winkel treffe. So.
irgendwie verbinden, das Ganze jetzt. Ich glaube, ich werde einfach mal hier nochmal einen 135 Grad Winkel nehmen. Mit 5. Daddy hat dich lieb. Da war es gerade. Komm. So. Und das Ganze verbinde ich jetzt einfach mal hier gerade rein. Doch, glaube, so ist es am besten. So, jetzt haben wir hier unten noch ein bisschen Fläche. Ich glaube, kann ich das einfach gerade hier unten dran setzen? Stimmt, ne? Stimmt. Ja, kann ich. Ich möchte es auch. Okay, das ist jetzt ein bisschen schwierig da mit der Straße. Von daher verlegen wir das Ganze mal so. Setzen das denn da ran? Das wäre jetzt eine sehr, sehr. Wobei. Es geht besser. Ich glaube. Wenn wir mal dieses zu benutzen. Jawohl. So haben wir noch eine schöne Kurve da drin. Müssen wir jetzt, damit wir hier noch ein bisschen Fläche reinkriegen. Okay, das ist jetzt die falsche Höhe. Bauen wir das mal hier. Jawohl. Da können wir jetzt nochmal Häuser hinsetzen. Selbiges gilt für da. Runterziehen brauchen wir das jetzt hier nicht. Ich glaube, ich werde jetzt hier einfach wirklich mal so eine Fläche hier auszonen. Das kommt hier wieder gerade runter. Während wir an dieser Stelle runterbauen. Hier bauen wir nochmal runter. Das ist die. Ne, die habe ich jetzt schräg gebaut, das geht so nicht. So. Wird nochmal hier zonen. Weil ich glaube, das ist. Ne, es gibt jetzt Schwierigkeiten, was das Häuserbauen angeht. Das heißt, was das die entstehenden Häuser angeht. Und ich brauche nochmal mein. Dieses Tool hier, damit ich hier mal die Fläche, kann ich das hier noch mal ein bisschen vergrößern? Nee, das funktioniert nicht ganz mit den Häusern. Wenn ich jetzt. Jetzt geht's. Da geht's. Wunderbar. Wenn wir das Ganze doch. Jetzt hier, ne. Komm. Okay, ich sehe. So ganz wird das dann nichts. So. Und ja, ich doch, ich glaube. Wir haben das Ganze jetzt. Erst müssen wir das zonen. Natürlich, sonst werden wir hier gleich die falschen Häuser drin haben. Es reicht, wenn wir das Innengebiet hier zonen, weil wir ja das Äußere von der Insel ja gleich wieder wegnehmen werden. Nachdem ich da die ganzen Bäume noch weggenommen habe. Was ich eigentlich nur wirklich ungerne mache. Sollen wir das Ganze jetzt mal aus? Fangen wir da an. Wir nehmen an der Hauptstraße jetzt einfach mal nichts. Und ich selber, ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, wie groß die Häuser sind. Die uns in dem viktorianischen Building-Theme. Von daher werden wir uns gleich einfach mal überraschen lassen. Wir zonen einfach mal das Gesamte hier aus. Aber ich glaube, drei sollten es schon mindestens sein. Können von mir aus jetzt hier auch ein paar Vierer werden. Da beginnt das Ganze mal. Selbiges geht für da. Und da. Ich glaube, das hier nehmen wir nochmal weg. Das Ganze müssen wir hier zonen. Was nochmal runternehmen und hier oben nochmal alles zonen. Und dann werden dann hoffentlich gleich die ersten auch schon einziehen. Nachdem ich ein Theme Manager das ganze Viktorianische schon gegeben habe und so. Weiter geht's. Wo haben wir denn die Ruinen? Ist hier irgendwas Spannendes? Kisten? Ja gut, das brauchen wir jetzt nicht. Alles. Ich könnte natürlich auch noch ein paar. Okay, hier haben wir schon mal die Burgruinen. So. Jetzt
Gute ist, die sind tatsächlich frei platzierbar. Jetzt werde ich. Wo setzen wir denn jetzt hier mal? Da setzen wir mal einen Burgtower hin. Das ist eine große Burg, da kommt einer hin. So, wo haben wir denn hier? Steine, Steine, Steine. Castle Wall. Die ist hier vorne sogar. Sagen wir mal, die Castle Wall ist hier vorne noch recht intakt geblieben. Einer Key kurz anmachen. So. Den geht's noch ziemlich gut der Wand hier vorne. Während die hier hinten weiter. Ist schon leicht ramponiert ist, wo dann auch unser Fußweg hingehen wird. Allerdings nicht mehr der saunbare, sondern der ganz normale, den wir hier auch haben. Ich muss ihn nur finden. Ja, okay, weil es jetzt hier eine Straße ist, ist das Ganze jetzt ein bisschen schwieriger. So. Führt das Ganze hier rein. Ja, und jetzt benutzen wir hier einfach mal Gravel, tatsächlich, Gravelwege. Einfach, weil wir es können. Wo haben wir denn unsere Ruinen weiter? Jetzt haben wir denn noch hier was Schönes. Okay, wir haben nur dies hier als große Burg. Das setzen wir doch einfach mal dahin. Während unsere Mauer mit diesem hier einfach nochmal bis dahin geht. Wir haben ja noch zwei andere Türme in anderen Zuständen. Den Turm bauen wir dahin und dann bauen wir einfach nochmal den Turm, weil er so schön aussieht, dahin. Wenn wir. Der Friedhof ist riesig. Ja, ich glaube. Ich glaube, da muss ich nochmal ein bisschen terraformen, dass das Ganze besser aussieht. Okay, den Friedhof müssen wir umverlegen, definitiv. Hier nochmal ganz kurz alles wegnehmen, weil der Friedhof muss gelöscht werden. Ja, bitte. Falsche Kategorie. Ist doch so kompliziert gemacht. So. Wobei. Nee, nicht so. Irgendwie ist die Burg doch ein bisschen zu klein geworden. Wobei ich kann das Ganze hier einfach mal verschieben. Ich glaube, das lassen wir einfach mal hier vorne so. Dass ich den Friedhof doch hier hinter platzieren kann. Und wir die. Oder setze ich den doch quer? Das ist jetzt eine Frage der Ästhetik. Ich glaube, ich setze den Friedhof dahin. Die Burg an sich steht jetzt hier. Dann kommen hier wieder unsere Türme hin. Hier haben wir einen. Hier haben wir den nochmal. Jawohl. Und ungefähr in der Linie. Hier und hier. Nicht da. Hier. Die relativ intakte Wall. Wieder hier vorne lang. Hier nach rechts kommt dann schon mal ein Eingang für die ganze Burg. Und hier muss natürlich jetzt ein bisschen mehr demolierte Wall hin. Ungefähr so. Und das Ganze werden wir nach da auch komplett komplettieren.
So. So, ich weiß immer noch nicht, was mir das hier bringen soll. Ja, vielleicht weiß es ja einer von euch. Wir werden jetzt. Ich werde, glaube ich, jetzt einfach mal auf die. Die Gravelwege werde ich, glaube ich, nur an dem Friedhof entlang ziehen. Oder. Wobei, es ist ja alles hier eine Touristenattraktion, in der Theorie. Von daher, es passt. Sehr gut. Sehr gut. Okay, die würden jetzt. Ja doch, das kann man nehmen, das kann man nehmen. Den Weg kann man da so nehmen, wie der da ist. Wie baue ich hier jetzt Wege auf dem Friedhof am besten? Ich glaube, ich werde das Ganze einfach mal so bauen. Okay, die Wand nehmen wir da jetzt mal weg. Geht anscheinend nicht anders. Ganze kann man hier auch durchziehen. Selbiges gilt für hier. Okay, das ist jetzt ein bisschen aufs Grab gerutscht. Nicht cool. So, wie kriege ich jetzt am besten. Wer kriege ich das hier jetzt wohl. Wer ist da drunter sitzt? Jetzt komme ich da. Okay, das heißt, wir müssen den ganzen Friedhof jetzt tatsächlich nochmal neu platzieren. Das ist jetzt irgendwie dumm gelaufen. Wo haben wir dich? Aber ich glaube, wir werden das zumindest schon wieder hinkriegen, den nochmal genau so platzieren, wie wir eben den hatten. Ungefähr so. Ja. So ist gut. Falsche Taste. Beziehungsweise falsch geklickt. Und dann werden wir doch einfach hier nochmal einen Weg hinsetzen. Am Friedhof rum. So. Ich glaube. Hinter war keine Wand, genau. Das ist jetzt wieder dunkel, das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber dann haben wir auch. Diese kleine Attraktion, wenn es jetzt anfängt zu regnen. Komplettiert. Während hier unten leider keiner einzieht. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwas. Ich habe ja noch. Ich habe ja diese ganzen. Ich hab ein paar britische Sachen. Wollen wir denn. Die britische Klinik haben wir hier. So. Britische Feuerwehrhaus. Da siehst du, jetzt fangen sie mich an, daneben zu bauen. Man muss ihnen nur einen Anreiz geben. Das britische Feuerwehrhaus setzen wir einfach mal dahin und die britische Police Station, die bekommt ihren Ehrenplatz hier. So, Wasser. Jetzt brauchen sie ja noch alle Wasser. Wasser. So. So. Immer schön der Straße entlang, wie es sich gehört. Es gewittert. Ich weiß eigentlich gar nicht, seit wann das Gewitter implementiert ist. Jedenfalls irgendwie so ein bisschen passt das auch gerade zu dem, was wir gebaut haben. Am Friedhof. Da ordentlich nochmal Fußgängerwege hingesetzt, beleuchtete. Vielleicht nicht unbedingt das, was die Götter und die alten Insassen sich erhofft haben, was daraus passiert. So, Wasser haben sie. Jetzt brauchen wir hier nur noch Strom. Ich habe mir immer noch nichts besorgt, um Strom anders zu transportieren als hiermit. Während sich meine FPS gerade verabschieden. Durch den Regen. So, jetzt haben sie auch Strom. Wie sieht das Ganze hier denn aus? Gar nicht mal so schlecht, finde ich. Und da man jetzt, wie ihr seht, langsam sogar
die Zeit ausgeht, speeden wir das Ganze hier mal ein bisschen ab. Gucken wir uns das Ganze von hier oben mal an. Wie die alle immer noch keinen Strom haben. Weil wir nicht genug Strom produzieren. Wichtig. Wir haben so viele Windräder. Halleluja. So. Jetzt geben wir schon die ersten Level-Ups durch. Ich finde es auch gut, dass die jetzt hier oben bauen. Wie groß sind die jetzt hier eigentlich? Tatsächlich 3x4. Werden wir ja sehen, welche Flächen hier am Ende übrig bleiben, welche nicht. Da könnte auf jeden Fall noch eins zwischen. Da gewittert es schon wieder. Das sieht jetzt immer noch aus. Ich will mal ganz kurz immer wissen, wie viel würde mich das denn jetzt kosten, hier eins aufzumachen? 320. Machen wir die jetzt einfach mal alle an. Weil ich ja auch schon ein bisschen off-camera ein paar Wohnungsgebiete gebaut habe, dass wir ein bisschen mehr Geld einnehmen. So, ich hoffe einfach mal, dass das Ganze geldtechnisch funktioniert. Tut es nicht. Ich glaube, das pendelt sich jetzt langsam wieder ein. Die Verluste, die wir haben, halten sich marginal. Ich hoffe, dass es gleich aufhört zu regnen, damit ich hier nochmal ein schönes Endfootage reinkriege. So, was das Geld angeht, jawohl, wir kommen jetzt langsam ins Plus. Einerseits, es sieht natürlich auch schön aus hier im Regen, wie die Straße hier so in der eigentlich nicht anwesenden Abendsonne aufhält. Also sich dann drin reflektiert. Während hier erstmal die Plätze noch leer bleiben. Gut, die haben jetzt ein Problem mit Verbrechern. Können wir das lösen? Nein. Weil wir kein Geld haben. Was auch sonst. So, wie nennen wir das Ganze hier denn? Also ich finde an sich, das Setting ist hier eigentlich gar nicht mal so schlecht. Um die Bäume kümmere ich mich später off-camera noch. Werden wir jetzt leider doch wieder etwas Geld verlieren. Muss ich denn jetzt... Okay. Wir nehmen eine Elevation und zwar die hier. Macht das nicht ganz so groß, weil es ja ein kleiner Fluss ist. Eigentlich ein kleiner Fluss war. Und die ganzen Bäume jetzt hier einfach unter Wasser geraten. Schade um die Bäume, aber gut. Passiert. Und damit ist die Feuer jetzt eigentlich auch schon fast vorbei. Redcon wird ein bisschen später kommen. Heute, am Donnerstag, ne? Morgen kommt sie die Skylines, also heute kam Skitty Skylines. So. Hier rein. Goodbye, Bäume. Selbiges gilt für hier. Oh, jetzt fehlt schon wieder Strom. Alles gut, das ist gut, dass immerhin die Strommasten auf derselben Höhe bleiben. So. Das Wasser füllt jetzt alles auf. Straßen hier sind nur mal kurz unter Wasser. Wie sieht es aus mit dem Strom? Haben wir mal wieder nicht genug. Das heißt, wir bauen einfach hier noch ein neues Windrad rein. Und damit müsste sich der Fall hier auch erledigen. Jawohl, tut er. Jetzt warten wir noch auf den neuen Morgen. Und dann ist die Folge hier tatsächlich vorbei. Also diese kleine Speedy-Folge. Vielleicht werde ich hier unten doch nochmal was in den Straßen setzen. Ich weiß noch nicht genau. Vielleicht noch ein paar Steine, die ich hier und da hinsetze.
Haben wir hier irgendwelche Steine gerade, die ich noch zufällig platzieren könnte? Was ist denn das? Standing Stones. Rocks. Steine. Kommt noch ein größerer Stein hin. Da noch was hin. Hier packen wir auch mal eine Säule rein. Ganze Rock Area. Die ist zu groß. Die ist auch zu groß. Zu groß. Die sind jetzt. Hier kann man da hinsetzen. Setzen wir hier noch eine daneben. Büsche, Büsche, Büsche. Haben wir noch einen schönen Busch, den wir oben hinsetzen können. Ja, auf jeden Fall doch mein Favorit. Den können wir auf jeden Fall. Oh, ich habe so viel. Den können wir oben auf jeden Fall hinsetzen, aber nicht in dieser Größe. Mein Favorit. Noch irgendwas Schönes. Rosen kommen hier nicht hin. Shady Tree auch nicht. Shady Bush ist das. Ist das Shady Bush, den ich hier gerade habe? Shady Bush Orange Bloom, jawohl. Kommt da hin. Da kommt noch einer hin. Dann kommt hier noch ein Shady Bush hin. Paar Pflänzchen. Den können wir da jetzt nicht hinsetzen, weil es in das Thema nicht reinpasst. Wir haben schließlich keinen Herbst. Nehmen wir hier nochmal ein paar Büsche. Vielleicht haben wir noch was Großes, was wir da hinsetzen können. Haben wir definitiv. Die zwei Bäume. Die zwei kommen da hin. Der hier vorne. Haben wir noch irgendwas, was wir für die das kleine Gebiet hier vorne? Jawohl. Noch einen riesigen Findling. Und da kommt noch was Großes zwischen. So. Ja. Damit würde ich sagen, was ist an dieser Stelle? Bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei sein würdet. Wenn ihr welche Ideen habt, was ich umsetzen könnte, dann lasst es mich doch bitte wissen. Und dann würde ich doch sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.